Was denkst du, warum hast du als Kind laufen gelernt? Warum hast du später, als du in die Grundschule gegangen bist, schreiben und rechnen gelernt? Und warum hast du danach weitere Schritte unternommen, um eine Ausbildung anzufangen oder bist arbeiten gegangen oder was auch immer? Ist das das Ziel, was du dir gesetzt hast, damit du jetzt stehen bleibst und nichts mehr machst? Ist das für dich letztendlich entscheidend, sich darauf zu konzentrieren, nicht weiterzukommen mit deinem Leben? Denkst du wirklich, dass andere, die Sachen entwickeln, auch diese Gedankengänge haben oder hatten, nicht in ihrem Leben etwas zu bewegen? Warum sagst du dir, ich muss jetzt nicht irgendwie etwas machen? Es ist wichtig und es ist entscheidend, dass du was aus deinem Leben kreierst, dass du Fortschritte machst, dass du dich darauf konzentrierst, weiterzukommen. Wenn alle anderen Menschen auch das sagen würden, sie würden stehen bleiben, nichts machen, sich irgendwo hinlegen zum Schlafen oder was auch immer, da würde in diesem Leben, was wir alle haben, nichts passieren. Und es ist für dich auch ganz entscheidend wichtig, da was draus zu machen. Fokussiere dich da bitte drauf und fang jetzt damit an. Ich wünsche dir was. Bis dann.